Hallo, heute mache ich meinen neuen Podcast auf dem Platz. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, wo ich deine Fragen beantworten kann. Übrigens, ich habe mich sehr gefreut über die Interesse, über die Fragen in den ersten Podcast. Und bitte mach so weiter. Was möchtest du über das Golfspiel wissen? Heute werde ich ein paar sehr interessante Fragen beantworten. So, das ist ja ein Par 5, wo ich nicht angreifen möchte beim ersten Schlag, also über den Graben. So, ein hoffentlich sicherer Langeisenschlag. Die Themen für heute. Es gibt einen neuen Golflehrer und der heißt Social Media. Da wird der Viktor Hovland uns zeigen, wie er YouTube benutzt hat, einer der besten Spieler der Welt zu sein. Man hört immer wieder über die Pre-Shot-Routine, das, was vor dem Schlag passiert. Aber weißt du was? Das, was du nach dem Schlag machst, direkt danach, kann super entscheidend sein. So, Post-Shot-Routine ist Thema heute. Der Chipper. Das ist ein Schläger, der nicht so wirklich ernst genommen wird. Ich werde heute auf dem Platz diesen Schläger ausprobieren. Und das Ergebnis könnte dich überraschen. Ich habe meinen Putter gewechselt und spiele jetzt einen ganz teuren Scotty Cameron Phantom Putter. So, meinen alten Putter habe ich noch und ich werde heute den einsetzen, aber beim Weitschlagen. Ich werde sehen, wie weit ich mit meinem Putter schlagen kann. Das kommt am Ende des Videos. Und jetzt möchte ich über den sehr beliebten Viktor Hovland sprechen. Er ist zurzeit der Star auf der Tour. Der hat ja die Championship Tour in Amerika gewonnen und ist auch FedEx Cup Champion. So, genügend Geld hat er verdient. Und wie er den Golf schon gelernt hat, das finde ich sehr, sehr interessant. Den, als er 12-Jähriger in Norwegen war, da war so wenig Licht, hat er YouTube geschaut. Stundenlang. Und dann, als er die Gelegenheit bekam, trainierte er Indoor oder auf der Range oder auf dem Platz. Und als er in Oklahoma State in Amerika gespielt hat, und das ist wieder ein Beispiel, er hat mit Matthew Wolff und Colin Morikawa zusammengespielt, also Spitzenspieler. Und diese Konkurrenz war natürlich super für ihn. Aber der Trainer von dieser Uni sagte, der Hovland war übrigens damals nicht der Nummer 1, er war der Nummer 4 oder Nummer 5. Aber der Trainer merkte, da ist was ganz Besonderes, weil der Hovland viel ausprobiert hat. Und ich denke, das ist so ein wichtiges Thema für uns. Ich höre von meinen Schülern, die sagen, Wohn, YouTube, toll, aber da sind so viele Videos, ich komme durcheinander. Aber dann sage ich, schau mal, wie der Hovland das gemacht hat. Er hat das alles sich angeguckt und ein bisschen ausprobiert. Die Videos waren nicht für ihn das Ein und Alles, aber die waren für ihn eine Referenz. Und die haben ihm geholfen, seinen Schwung zu finden. Und du wirst sehen, wenn du seinen Schwung siehst, so ganz rund ist er nicht, so ganz natürlich ist er nicht, aber der ist dynamisch und funktioniert. So, ich bin ganz gespannt, wie er beim Ryder Cup spielt. Ich denke, er wird ein Star sein. Okay. So, bisschen Gegenwind, knappe 200, mein Eisen 4 ist da, wenn der Ball ein bisschen kurz ist, ist nicht schlimm. Ich werde jetzt einen leichten Fade spielen. So, da stehe ich ein bisschen offen. Ich halte meine Schlagfläche ein bisschen offen beim Ansprechen, aber ganz wichtig, beim Abschwingen schaue ich, dass der Schläger vor mir bleibt. So weiß ich, dass ich den Ball nicht nach rechts verlieren kann. Und ja, ich denke an ihr Nusnum, an das YouTube-Video. Ball schön weit vorne. Ich werde fegen hier. Nicht so viel Divot. Ich schaue immer, wie meine Schüler reagieren nach dem Schlag. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Moment, der falsch verwendet wird und manchmal ihr ein bisschen schädlich sein kann. Okay, jetzt schlage ich meinen Ball. So, das Erste, was du tun solltest, ist einfach gucken und hoffentlich genießen.
Das Zweite, was du tun solltest, du solltest etwas Emotion zeigen. So, entweder kannst du ein bisschen glücklich sein oder ein bisschen sauer sein. Ich finde es sehr wichtig, dass das irgendwie rauskommt. Und ich finde es auch wichtig, dass diese Emotion, also wie stark die ist, egal ob negativ oder positiv, dass die gleich ist. So nicht richtig sauer sein, wenn du schlecht spielst, und ja, ein bisschen glücklich sein, wenn es gut klappt. Das merke ich sehr, sehr oft. Sei einfach gleich. Aber es ist notwendig, das kurz, ein, zwei Sekunden, ein bisschen rauszulassen. Natürlich sollten die Mitspieler es nicht unbedingt mitbekommen. Und jetzt möchtest du bewerten. Und das mache ich meistens, während ich noch in der Endposition stehen bleibe. Was sowieso gut ist, man möchte ausbalanciert am Ende sein, damit das Treffen auch gut ist. Und jetzt in der Bewertungsphase ist meine Frage, das, was ich bei der Pre-Shot-Routine gedacht habe, gewollt habe, mein Ziel, habe ich diese Aufgabe gemacht? Habe ich es erfüllt, was ich wollte? Jetzt werde ich neu anfangen. Der Schlag ist vorbei. Und was mir immer hilft, und das empfehle ich immer meinen Schülern, ist dann ganz kurz, während ich jetzt zurück zur Tasche gehe, einfach die Natur anschauen. Und so kommst du runter und so darfst du neu anfangen. Das ist eine Post-Shot-Routine. Probier es aus. Schaue, was ich mit mir habe. Ich habe ein Ping, Chip R, Chipper. Du hast bestimmt vom Chipper schon gehört. Vielleicht hast du schon so einen Schläger ausprobiert. Vielleicht sagst du, das ist kein echtes Golf. Mit so einem Ding werde ich nicht meine Annäherung machen. Aber ich denke, das macht wirklich, wirklich Sinn, über diesen Schläger zu sprechen. Beziehungsweise, dass ich den gleich teste. Für mich und für dich. Wenn ich den auf den Boden aufsetze, dann merke ich sofort, der fühlt sich an wie ein Putter. Dieser Putter ist 35 Zoll lang, also genauso lang wie mein Putter, identische Länge. Und der Leihwinkel, also dieser Winkel hier, ist identisch zum Putter. Guck mal, das ist mein Putter, so würde ich stehen und so muss ich mit diesem Schläger stehen. Der Chipper hat eine sehr, sehr große Sohle, also ganz viel Bounce und hat den Loft von einem Eisen 9. So, für wen ist dieser Schläger? Dieser Schläger ist ganz sicher für Spieler, die oft, ich kann es gar nicht mit diesem Schläger, oft hängen bleiben oder oft toppen. Aber meistens sind die zwei Sachen verbunden. So, ich werde jetzt ein paar Bälle von verschiedenen Positionen und Entfernungen mit diesem Chipper machen. Und Ping sagt, dass diese Schläge für Entfernungen bis zu ungefähr 35 Meter geeignet sind. So, jetzt bin ich ungefähr 25 Meter entfernt von der Fahne. Da ist ja sehr viel Vorgrün und die Fahne ist sehr kurz gesteckt. Ich werde meinen Puttergriff verwenden und ich werde einfach putten. So, es geht los. So, das sind nur 8, 9 Meter. Immer noch viel Vorgrün. Ich ziele nach rechts. Ist interessant. Da ich jetzt eine Putt-Technik verwende, sofort denke ich mir an Break. Okay. Und merke, das ist wirklich irgendwie schwierig, den Boden mitzunehmen. Bislang habe ich den Ball sehr sauber getroffen. So, ich chippe einmal jetzt vom Vorgrün. Es geht jetzt bergab. Und das interessiert mich ein bisschen vom Semiraf, wo er ein bisschen eingebettet ist. Fangen wir bei dem Einfachen an. Also wenn ich jetzt wirklich versuche, nach unten zu schwingen, ein bisschen mit der vorderen Kante, dann
gleitet er durch. Er springt nicht, er gleitet durch, was mir wirklich ein sehr sicheres Gefühl gibt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass der Ball rechts sein muss, damit ich den mittig treffe. Ich kann den mittig oder sogar ein bisschen links spielen. So, bergab, leicht rechts von der Mitte. Und mein Technikgedanken sind wirklich weg. Ich habe jetzt 100% an Entfernung gedacht. Naja, bis jetzt bin ich ziemlich beeindruckt. So, ich werde hier versuchen, das linke Bein zu belassen, bis mir nach unten zu schwingen. Bin gespannt, was hier passiert. Wieder mein Puttergriff. Oh, das ging auch. Bisschen weit, aber dieses Semiraf spielte keine Rolle. So, jetzt werde ich den letzten Ball spielen, von etwas weiter, so 30 Meter. Und da ist ein Hügel dazwischen, so ich werde den Ball ein bisschen höher spielen, den Ball ein bisschen weiter vorne im Stand spielen. Da ist Platz zum Auslaufen. Ich probiere es aus. So, der einzige Weg, diesen Ball höher zu bekommen, ist den vorne zu spielen im Stand. Das müsste gehen. Oh, das war einfach zu treffen. So, man sieht, auch wenn man den ein bisschen höher haben möchte, wenn die Lage auch gut ist, kann man mit diesem Ding arbeiten. So, mein Fazit, ich bin absolut begeistert. Ich habe wirklich noch nie mit diesen Schlägern gespielt. Ab und an habe ich einen Chipper von einem Schüler verwendet. Aber du siehst, das Ergebnis war gar nicht so schlecht. Und ich musste nur putten, Puttergriff verwenden. Und außer beim letzten Schlag musste ich nur an Länge denken. So, wenn du eine Chipkrise zurzeit hast, es lohnt sich. Und natürlich kannst du immer wieder mit deinem Eisen 9, 8 spielen. Aber das im Berg zu haben oder zu Hause in dem eigenen Pro-Shop für Notfälle, denke ich, lohnt sich sehr. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss geschaut hast oder gehört hast. Wo in Ho Chi Golf Podcast kann man auch hören. Unten sind die Links. Und natürlich vielen Dank für die Fragen. Bitte weiter so. Unter in den Kommentaren schreiben oder auf meine Facebook-Seite Wohnhotry Golf. Da kannst du sie stellen. Ich freue mich auf, was jetzt kommt. Ich habe gerade 3 Bälle geschlagen, aber nur 3. So habe ich schon ein bisschen Ahnung, was ich da tun muss. Das ist übrigens mein alter Putter. Den habe ich in Südafrika viel verwendet. Es ist ein Wilson-Staff. Wenn ich jetzt beim Schlagen den biege oder so, das ist nicht so schlimm. Ich schlage vor, dass du das, was ich jetzt mache, nicht nachmachst. Aber das ist doch interessant zu wissen. Ich habe gemessen, der rechte Bunker sind 170 Meter. Da ist ein kleiner Hügel. So, um weiterzukommen, wird der Ball ziemlich hoch fliegen müssen. So, dieser Putter, wie fast alle Putters, hat einen Loft von 2 bis 4 Grad. Um mehr Loft zu kreieren, werde ich den Putter ein bisschen aufdrehen. Dann habe ich ein paar Grad mehr. Was bedeutet aber, dass der Ball ein bisschen slicen wird. Ich habe auch den Ball recht hoch aufgeteet, fast so hoch wie der Driver, weil ich muss den in der Aufwärtsbewegung treffen für mehr Höhe. Ja, das ist ein 35 Zoll Putter. Und so, ich muss mich richtig klein machen. Ist komisch mit diesem dicken Griff. Ich muss mich richtig links ausrichten. Der Ball ist weit, weit vorne im Stand. Und ja, hier muss ich eine volle Rückschwung machen. So, schauen wir, was jetzt passiert. Oh, den habe ich ziemlich gut erwischt. Go! Oh, ob er über den Hügel gekommen ist, weiß ich nicht. Noch höher. Ja, das sieht beeindruckend aus, aber so schwierig ist es nicht.
Das habe ich vor vielen Jahren gemacht in Portugal. So, ich mache meinen Griff ein bisschen stärker. So, der war schön getoppt. Ja, unten bleiben. Und noch höher aufziehen. Der ist hoch. Und da kam er auf. Ich denke, ich habe den so hoch gekriegt, weil ich ihn etwas hoch am Blatt getroffen habe. Aber lass uns sehen, wie weit sie geflogen sind, ob ich die 170 Meter geknackt habe. Erstmal vielen Dank für das Zugucken und bis nächste Woche. Freue mich auf deine Fragen. So, da muss ich sagen, ich bin überrascht, dass der circa 30 Meter weit aus der Bunker war. So 200 Meter habe ich geschafft. Ganz ehrlich, das war mein Ziel. Ich habe ein, zwei Kollegen, die 200 Meter mit dem Putter geknackt haben. Und ich freue mich, dass ich das auch konnte. Ein bisschen Spaß muss sein.